Am vergangenen Wochenende eskaliert ein Streit um Liegestühle an einem Strand in Italien völlig. Frauen geraten dabei so heftig aneinander, dass die Sicherheitskräfte eingreifen müssen. Laut einem Bericht der Daily Mail verlangen zwei Frauen Liegestühle in erster Reihe am Strand von Vacaturo nahe Neapel und bedrängen andere Strandbesucher. Das Personal verweigert die Forderung, woraufhin eine heftige Auseinandersetzung ausbricht. Es entsteht eine äußerst gewalttätige Situation, berichten lokale Behörden. Die Frauen attackieren sich also nicht nur gegenseitig, sondern auch die Sicherheitskräfte. Francesco Emilio Borelli, Mitglied des italienischen Parlaments, teilt ein Video von dem Vorfall auf X und fordert Konsequenzen. Besonders schockiert zeigt er sich darüber, dass der Kampf mitten am Tag und vor den Augen von Kindern stattfindet. Borelli fordert, dass die Frauen zur Rechenschaft gezogen werden. Das Video des Vorfalls geht viral und zeigt die Frauen, wie sie sich in Badeanzügen schlagen und zu Boden ringen. Etwa ein Dutzend Personen versuchen vergeblich, die Auseinandersetzung zu beenden. Auch auf Mallorca eskaliert der Liegestuhlkrieg zunehmend. Touristen reservieren frühmorgens die besten Plätze am Strand mit Badetüchern. Ein deutscher Anwohner berichtet, dass dies nicht nur am Ballermann 10, sondern auch an der gesamten Playa zu beobachten ist.